Nimm mal einfach so lange, bis hier das Ding zu Ende ist hier. Wir machen das sowieso gleich gerade auf der verkehrten Seite eigentlich mit den Lampen hier. Weil wir auf der Seite auch die, ne, auf der linken Seite ja auch, wenn wir von hier aus gucken, auch die Truhen nachher haben. Das heißt, es ist totaler Quatsch, das denn auf der Seite zu machen. Ach, warum muss jetzt noch Erde kommen? Das hält doch unnötig auf. So weit ist das Ding hier noch. Ah, ich glaube. So, jetzt sind wir hier am Ende. Sehr schön. Jetzt müssen wir eigentlich von oben nachher gucken, wie wir von oben nachher am besten da hinkommen. Weil jetzt haben wir den Tunnel. Das heißt, wir können uns hier ganz easy peasy, lemon squeezy, damit ja verbinden. So, das ist ein. Wo haben wir denn noch ein Loch gehabt? Ich will mal, gut, hier immer noch ein Löchle. Hier noch ein Löchle? Da haben wir noch ein Löchle. So, aber jetzt habe ich ja nicht dran gedacht, dass wir auch wieder hoch müssten hier vielleicht. So. Und hier hätten wir natürlich auch nicht dran gedacht, weil ich dachte. Ja. Kuckuck. Doof. Hey, hallo, ich möchte hoch. Okay, nee. Hallo? Wo führt uns das denn hin? Ach, dann sind wir hier. Okay. Okay, bis hierhin sind wir schon mal. Gut. Ja, ich glaube, wir machen uns einfach mal hier Luft. So. Müssen wir halt dann wieder dicht machen, ist ja nicht das Problem. So. Da lit und so. Lalalala. Gut. Wir könnten jetzt natürlich jetzt hier. Ich würde vorschlagen, auf jeden Fall hier kommt eine Truhe hin. Hier ist ein Zweierweg, das ist ja auch schön von der Anordnung her. Das heißt, wir müssen sowieso erstmal hier runter. So eigentlich, glaube ich. Oh. Ja, toll. Super. Total easy, ey. Wir machen sogar, glaube ich, drei Truhen hier. Wir machen sogar hier drei Truhen hin. Mal gucken, was da noch alles so drin ist. Viel zu viel. Ah, natürlich genau da, wo wir hin müssen, ey. Aber vorbauen können wir es ja schon mal. So. Okay. Gut. Jutti tutti. Zwei Trichter haben wir schon mal. Zwei Truhen haben wir also. Uns fehlen sowieso Truhen. Ist das überhaupt? Ja. Eine brauchen wir noch. So. So. Okay. Truhen haben wir, Trichter haben wir. Das brauchen wir einmal, weil wir müssen dann nämlich hier wieder dicht machen. Und wir ziehen das auf der linken Seite raus, weil wir so cool sind. Den Trichter könnte man sowieso hinmachen, aber ich glaube, den Trichter müssen wir von unten gegen machen. Muss ich nachher mal gucken. Eigentlich muss ich sowieso hier drüben auch nochmal. Natürlich nicht auf der Stelle. Das war dämlich. Das sieht eher danach aus. So.
Jetzt kommt hier nämlich gleich erstmal die Truhen hin, die Truhen hin. Wenn ich sie nicht vergessen hätte hier. Da. So. Zack, zack. Ja. So. Eins. Numero eins. Hier auch wieder so, so. Auf die linke Seite. Zack, zack. So. Von unten kommen dann de trois, de zwei, l'amour, la hi. Wo ist der Trichter? Da. Ich bin da mal, was ist denn? So. Und. So. Wir müssen sowieso von der ersten Truhe weg bis ganz, ne? Also erstmal damit anfangen und die anderen nachziehen. Ist ja klar, ist ja logisch. So. Aber trotzdem müssen wir die umsetzen erstmal. Das heißt, ich muss erstmal ein bisschen Platz in den Taschen schaffen. Nachdem ich schon Platz geschafft hatte, muss ich wieder Platz schaffen. Ganz Bombe. Weil hier auch noch ein bisschen sehr viel Kladderadünschkram drin ist. So. Ja, da kann das erstmal hin. Da kann das hin. Da kommt das hin, da kommt das hin. So. Jetzt sind sowieso noch ein Trichterchen hier. Eisenblock. Zack. Zack. Trichter. Nee, das ist aber irgendwie der verkehrte. Ich will nur einen Hopper haben. Nur einen Trichter. Haben wir natürlich keine Truhe. Meine Fresse hier. Immer diese Truhenkacke hier. So. Okay. Postwalker und der Lift hier. Ah, verkehrt. Hier muss ich hin. Ha, war nur ein Test. Alle durchgefallen. Natürlich, ich hab's. So. Dauerhin. So, jetzt haben wir ja schon welche. Nämlich die hier. Mit denen müssen wir dann zurück. Ne? Mhm. Super. Ich muss mal gucken, wie ich das hier hochgebaut kriege. Ich habe sowieso noch vier Stück jetzt. So, tolle West. So, hier ist auch schon die Fackel auf der verkehrten Seite. Macht ja nichts, kommt sowieso dann neu hier hin. Und da kommt auch noch mal eine hin. So, jetzt brauchen wir erstmal was zu... Guck mal hier, die Melonenkacke können wir mal essen hier. Yum, yum, yum. Zuckerrohr kann man nicht essen. Nee, kann man nur mit schlagen. Gegner mit kaputt schlagen. Kein Essen mehr? Ja, ja. Keine Kartoffeln mehr hier gerade? Okay. Gut, dann lassen wir das. Was? Ich wollte hier gucken nach. Hoppa, 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 hoppa. Hoppa, 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 Reiter. Ne? Hoppa, Takt. Erst nochmal 40 und erstmal warten. So. Ja, hier ist jetzt das Problem, da vernünftig hochzukommen, weil irgendwo oben war ja unser Anschluss. Das heißt eigentlich Erde. Wieder mal hier oben muss man hin. Ja, doch, da. Ich glaube, wir müssen an die Seite ran. Ich glaube, das ist schöner. Gehen wir jetzt hier so rum.
Ja. Das ist interessant. So. Oder war das doch da von weg? Oder war es doch andersrum? Ich sag nicht, es ist andersrum. Sag mir jetzt nicht, das war andersrum. Jetzt haben wir wieder kein Essen hier gerade parat. Meine Jüte, du. Das kann auch alles gerade. Ah ne, wir hatten ja die als erstes angeschlossen hier. So. Doch, tatsächlich verkehrt rum. Also doch wieder vom Dings weg, okay. Nervig. Habe ich noch Platz dafür? Ja, habe ich noch. Gut, dann alles nochmal auf Anfang. Der Vorteil hier dran ist natürlich, rückwärts ist ein bisschen leichter. Ach, guck mal. Ist da drin sogar echt einer hingefallen. Zack, 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 zack. Oh. Das nenne ich mal Glück gehabt. Zack, 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 zack. Na, 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 na. Komm, komm, komm. Wo ist denn hier der Trick? Der war da. Auch doof, ja. Hätte ich auch wieder auf der anderen Seite machen sollen. Ja, ja, ja. Da, Tor, Tor. Ja, tatsächlich. Bin ich gerade eben mehr wie viel über? Vielleicht ein bisschen anders gebaut, ich weiß nicht. Noch relativ egal. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack. Zack, 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 zack. Mann! Du doofe Kuh. So. 9 Stück werden nicht ganz lang. Achso, ja. Ich baue mich da jetzt noch vorsichtig ran. Ich glaube, ich muss noch einmal einen machen. Ja, leider genau nochmal. 2 Stück fehlen ja gerade. Naja. So.
Das sollte denn jetzt aber theoretisch ja auch hinhauen. Jetzt geht das hier wieder nicht, weil hier das ist. Ja, jetzt müsste ich mir mal merken, gucken, das ist raus, das ist schön. So, jetzt müssen wir uns das merken hier. Wie merken wir uns das denn am besten mal? Eisennuggets haben wir jetzt 9 Stacks drin. 9. Ganz einfach. Eisennuggets, 9 Stacks. Ne, 9 irgendwas stand da. Wir schmeißen jetzt ein paar rein. Wir ernten das jetzt eben und gucken mal, was dabei rumkommt. So, Eisen nehmen wir jetzt mal hier. So. Schlimm, dass ich es immer wieder vergesse, wie rum man das anschließen muss. Diese scheiß Controller, ey. Schon nervig. Naja. Oh, kein Platz mehr. Toll. Auf jeden Fall geht das ziemlich flott hier wieder alles. Flotti Verrotti. Gucken wir doch mal. Na, wo bleibst du? Oder haut das jetzt unten rein? Oder haben wir schon... Ah, warte mal. Ah, da kommt es. Super. Das klappt doch schon mal. Da ist er doch schon mal dabei. Das ist prima. Sehr schön. Dann hat das sogar so geklappt, wie ich das mir vorgestellt habe. Ich habe erst immer gedacht, wir machen hier nochmal einen Controller ran, sodass nur die da unten halt eben hier rein sortieren. Aber falls noch was ist, sortieren die ja jedenfalls fast alles ein. Also ich... weiß, der hat eine 100x100 oder 50x50 Größe oder irgendwie sowas. Ich müsste dann nochmal genau nachschlagen und nachschauen. Ich glaube, 100x100 ist ein bisschen groß. Sieht auf 50x50 von der Mitte aus. Also immer weg in jede Richtung. Ist auch schon groß, ist auch schon gut. Und ja, passt eigentlich. Nicht schlecht. Nicht schlecht, sprach der Specht. Gut, dann gehen wir jetzt einmal kurz ernten. Und dann lassen wir es heute mal ein bisschen kürzer ausfallen. Gut, man könnte natürlich mal gucken, wo Redstone überhaupt ist, ob er das geschafft hat. Ah, immer. Wir können ja mal das mal mit reinwerfen. Mal gucken, was passiert. Ach, wir müssen sowieso nur die ganzen Löcher gleich noch zumachen. So ein bisschen sortieren, damit man mal sieht, wo unsere eingesammelten Sachen sind. Also manchmal trifft man das gut und manchmal will er nicht. Die Sau. Komm, sammeln wir mal einen hier. Das hatten wir schon, das hatten wir auch schon. Wir nehmen jetzt mal testungsweise Redstone mal mit hier. Ja, dann läuft man da schon so nah dran vorbei. Und nimmt es trotzdem nicht mit, die Sau. Mann. So. Gut, die Farben könnte ich sogar auch testen. Eigentlich Kürbis, Zuckerrohr. Ich hau das erstmal da rein. Mal gucken, wo es einsortiert. Müsste irgendwo oben sein, eigentlich. So, liebe Leute,
wie gesagt, ich werde die letzte Folge ein bisschen länger machen, aber dafür jetzt nicht ganz so lange, weil ich noch was machen muss und jetzt leider dementsprechend aufhören muss. Ich danke, danke, danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir haben gut was geschafft heute. Wir haben den Raum noch ein bisschen vergrößert fürs, wenn wir noch mal was vorhaben. Wir haben noch was vor damit. Machen wir aber nicht jetzt direkt. Wir haben schon mal unsere Rohre angeschlossen, habt ihr mitbekommen. Auch super geil, passt schon mal. Wir müssen beim nächsten Mal nochmal dran denken, hoffe ich, dass ich dran denke, die ganzen Löcher hier zu stopfen. Ich mache jetzt als erstes einmal kurz, bevor wir das gleich aufhören, einmal das hier auf jeden Fall schließen. So, das ist schon mal ganz gut, dann ist das schon mal geschlossen. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen, ich danke euch für eure Treue, für eure Abos, für jeden Like, für jedes Kommentar, für die Mitarbeit. Wir sehen uns in den Livestreams, habt einen schönen Tag oder Abend, bis dann, ciao, ciao.